Yo, hallo Leute, was geht? Ich bin euer Johnny Nix LP und willkommen zu einer neuen Ausgabe Johnny Labert. In diesem Teil möchte ich mal etwas über Vorbilder sagen. Also ich glaube, jeder weiß, was ein Vorbild ist. Oder ich werde es mal kurz erklären. Also ein Vorbild ist, glaube ich, eine Person, zu der man quasi aufschaut und der man halt, nacheifern jetzt nicht, aber der man halt so vielleicht ein bisschen nachmachen will. Also man will quasi genau wie die Person sein. Ich glaube, also man kann es halt jetzt nicht, zum Beispiel jetzt nicht mit Besessenheit oder so vergleichen, weil ich glaube, Besessenheit ist was komplett anderes. Ich glaube, wenn man besessen ist, dann, wenn man zum Beispiel mit dieser, mit dem Schauspieler oder so irgendwie, was weiß ich, Sex haben, ich glaube, oder so, wenn man 1000 Bilder von der Person hat, dann ist es eher eine Besessenheit, aber wenn man sich jetzt irgendeine Person als Vorbild nimmt, ich laufe übrigens mal über eine Wiese und da ist ein Wald, ich glaube, ihr wisst, was ein Vorbild ist, habe jetzt einfach nur ein kleines Skript geschrieben, so, ich sag alles aus dem Kopf heraus. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, ich meine, so ist es jetzt nicht, aber gut, ich glaube, ein Vorbild muss ich jetzt eigentlich weiter erläutern, einfach eine Person, zu der man aufschaut und welche man halt nachmachen will, um vielleicht genauso das zu erreichen. Die meisten sind es ja Personen, die vielleicht mehr im Leben erreicht haben oder die halt für eine Person gut sind. Ja, da komme ich direkt zum nächsten kleinen Thema, nämlich wen kann man sich überhaupt als Vorbild nehmen? Das ist jetzt wieder so eine komische Sache. Oh, hier liegen überall Eicheln. Eichhörnchen? Also wen kann man sich überhaupt als Vorbild nehmen? Es gibt verschiedene... Ja, was soll ich sagen? Man kann sich theoretisch jeden als Vorbild nehmen. Man kann jetzt auch irgendjemand von der Familie als Vorbild nehmen. Oder auch irgendwelche Freunde kann man sich auch als Vorbild nehmen. Zum Beispiel irgendwelche Eltern, die vielleicht mehr haben, vielleicht einen Job und so weiter. Und man kann sich theoretisch jeden als Vorbild nehmen. Aber gute Menschen, also es ist immer selbstüberlassen, wie man denkt, so wie man handelt, welche Personen ein gutes Vorbild abgeben. Oder für einen sind. Zum Beispiel, wenn jetzt einer jetzt zeichnen lernt, also ich sage jetzt mal ein Beispiel von mir, oder gerade am Zeichnen ist und er sieht eine Person, die viel besser zeichnen kann und die Person zeigt es auch, wie er zeichnet, dann kann man sich die Person schon als Vorbild nehmen, also jetzt in meiner Hinsicht. Oder wenn man zum Beispiel irgendwie, Sänger werden will oder Musiker, dann nimmt man sich, glaube ich, auch eher so Musiker als Vorbild. Ganz, ich glaube, kommt auch auf die Hobbys an. Dann gibt es auch natürlich auch schlechte Vorbilder, es gibt verschiedene schlechte Vorbilder. Wie auch bei den guten Vorbildern ist es halt Ansichtssache, welche jetzt gut sind und welche jetzt nicht gut sind. Also ich würde jetzt vielleicht als Schlechtes sagen, zum Beispiel jetzt irgendwelche Drogenbosse, Drogenmafias oder Mafiabosse so in den Filmen so, die soll man sich vielleicht nicht als Vorbild nehmen, wenn man nicht vielleicht irgendwie woanders auf die Schiffe waren gerade oder so Straßengangster. Und was ich auch eben zum Beispiel jetzt an Deutsche so negativ finde, zum Beispiel 187, die zeigen immer so, wow, wir sind die Gangster von der Straße, ey, wir so ficken jeden mit Messer, Kokain. Ja, und diese Texte... Weiß ich, ich mag sowas, vor allem diese Aussage, die zeigen einfach nur, dass man irgendwie auf die Straße kämpfen soll und irgendwie alles auf der Straße machen soll. Also, dass man quasi nichts aus seinem Leben machen soll, einfach nur irgendwie Drogen ticken und so weiter. Und das ist auch ein Grund, warum ich 187 jetzt nicht so krass feiere. Okay, gut, das kann man auch zu Spongebob sagen, aber das ist ein anderes, komplett anderes Thema jetzt. Ja, und ich muss sagen, auch diese viele Musiker, zum Beispiel auch vor allem Deutschrapper, geben halt schlechte Werte ab. Es gibt einige Deutschrapper, die geben halt gute Werte ab, zum Beispiel Kontra K, Queen, Dame. Also die kann man schon sagen, die vermitteln wenigstens gute Werte, aber die anderen, die machen einfach nur Gangstergelaber und das ist jetzt auch nicht so vorbildlich, muss man halt einfach sagen. Also die Sache, wie die es anstellen, das kann man vielleicht schon als Vorbild nehmen, weil die werden ja erfolgreich. Ja, also nicht nur Deutschrapper machen so, geben halt teilweise schlechtes Vorbild ab, sondern auch viele YouTuber. Es gibt natürlich auch YouTuber, zu denen man wirklich, die man also wirklich als Vorbild nehmen kann, aber es gibt natürlich überwiegend sehr schlechte YouTuber, muss ich schon sagen. Vor allem in der letzten Partei habe ich auch über YouTuber geredet, dass es halt immer schlimmer würde und dass es erst so kindgerecht ist. Und das sieht man auch, weil man merkt einfach, dass einige Leute, die YouTuber als Vorbild nehmen und die YouTuber machen dann zum Beispiel irgendwelche Straftaten, 24 Stunden lang einsperren, irgendwelche Pranks, die ultra unlustig sind oder was weiß ich oder... Oder nee, bleib ich mal realistisch. Die YouTuber zeigen ja auch ihre Klamotten, ihre Markenklamotten, für die viel Geld ausgezahlt haben. Oder ihren Merch. Gut, ich meine, die wollen ja Geld verdienen. Aber irgendwie, die vermitteln so, dass man nur noch mit Kleidung angesagt ist. Und, weiß ich, die gehen halt voll auf die Oberflächlichkeit. Weil auf Oberflächlichkeit kommt es eigentlich kaum noch mehr an. Also eigentlich ist mir scheißegal, weil ich trage jetzt zum Beispiel auch so ein Simpsons-Ding. Mit kurzer Hose trage ich auch noch und... Boah, die ist ein bisschen verdreckt. Ich gebe also quasi einen Fick auf mein Aussehen. Es ist halt wirklich wahr. Okay, gut, bei manchen Dingen, zum Beispiel Werbungsgespräch, sollte man vielleicht schon drauf achten, auf Äußerlichkeiten. Aber zum Beispiel, wenn man irgendwo hingeht, da muss man nicht immer irgendwelche Markenklamotten tragen und vor allem irgendwelche Schuhe für 130 Euro kaufen. Man braucht keine scheiß Schuhe für 130 Euro. Ja gut, ich brauche auch mal neue Schuhe, die sind schön etwas kaputt, muss man schon sagen. Aber das habe ich danach, ich wechsle so auf das Thema. Wo gehe ich denn jetzt hin?
Ich gehe jetzt wieder den alten Weg. Ich muss mal neue Routen finden, nur ich bin gerade heute zu faul. Naja, was kann ich noch sagen? Moment, ich habe noch Notizen gemacht. Genau, die Vorbilder von heute, das habe ich eigentlich schon erwähnt, das sind halt die ganzen YouTuber, die auch einfach nur auf Oberflächlichkeiten gehen. Ich wiederhole mich wieder, ich weiß. Aber man merkt halt einfach, dass sich die Vorbilder im Laufe der Zeit sehr stark verändert haben. Ich meine jetzt zum Beispiel stark Batterien im Mittelalter. Da wollten die Kinder jetzt zum Beispiel jetzt immer wie die Väter sein, die jetzt Ritter wurden oder irgendwie vielleicht die Prinz, vielleicht gute Könige. Wenn es wirklich so war, ich glaube schon. Weil man kennt es ja sich aus so Fantasy-Reihe-Filmen. Das, ja. Und das ist jetzt zum Beispiel ein großer Unterschied zum heute. Ich glaube, früher ging es ja auch eher um den Traum, stärker zu werden irgendwie oder so eine Motivationsquelle zu sein für die Söhne. Und ich glaube, heute sehen auch viele, natürlich sehen auch manche Leute zum Beispiel jetzt die Eltern als Vorbild, aber heute sehen viele nicht mehr die Eltern als Vorbild. Gut, okay, wenn die Eltern jetzt irgendwie so als Hirnfänger sind, nur Alkoholiker, dann würde ich natürlich jetzt auch dich als Vorbild nehmen. Wenn sie zum Beispiel jetzt einen großen, guten Job haben oder so gut bezahlt werden, sich gut um ihre Familie kümmern, dann kann sie natürlich schon als Vorbild nehmen. Kommt immer auf die Eltern an. Aber ich habe das Gefühl, wie viele Kinder, Jugendliche nehmen einfach nur als YouTuber als Vorbild. Und dadurch kommen halt die ganzen Respektlosigkeiten, weil viele YouTuber sind auch irgendwie respektlos, habe ich das Gefühl. Und die vermitteln halt irgendwie das Gefühl so, ja, wie soll ich das beschreiben? Also die meinen so, ja, seid wie wir, seid respektlos, seid wie der Boss, denn Bosse brauchen keinen Respekt zu haben, beleidigt andere Leute im Internet. Und deswegen, boah, wie sagt's euch, ich habe irgendwas mit den Augen, oh Gott. Nein, ich fange jetzt nicht. Kann sein, dass ich etwas müde bin, weil ich heute um 2 Uhr ins Bett gegangen bin, weil ich wieder 3 Stunden mit JV geredet habe. Naja. Ja, was soll ich sagen? Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Also man merkt halt einfach nur, dass man die halt, dass sie dadurch das Internet, weil durch das Internet ist man übrigens auch anonym und dann kann man sich halt quasi jeden möglichen als Vorbild nehmen. Und auch respektlose Leute und ich wiederhole mich so zu oft. Ja, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dass sich die Leute, Jugend von heute einfach falsche Vorbilder nimmt und einfach so sein wollen wie die anderen, wie größere, wie vor allem auch wie Deutschrapper. So. Zum Beispiel viele schreiben ja auch irgendwie überall 187 hin und sind voll die großen Fans von 187. Ist jetzt nicht so mein Deutschrap-Geschmack, aber gut, wenn es ihnen gefällt. Aber trotzdem, man muss einfach sagen, dass 187 jetzt zwar jetzt nicht erfolglos sind, aber auch nicht die besten Werte vermitteln, muss man einfach sagen. Weil viele, die 187 feiern, sind irgendwie, was ist nicht so mächtigeren Gangster. Also noch mächtigeren Gangster als der Gangster aus den Degen. Was willst du tun? Also jetzt noch nochmal kurz, spielen Vorbilder eine Rolle? In gewissermaßen ja, weil ich glaube, das ist auch eher, manchmal nimmt man sich eigentlich auch eine Person irgendwie so unbewusst als Vorbild und will genauso wie die sein. Denn, ja, es ist schwer zu sagen, weil jeder irgendwie eine andere Ansicht hat und jeder es irgendwie anders wahrnimmt. Man sieht halt immer zu den Leuten auf, die halt mehr erreicht haben als einen oder die halt, ja, generell viel größer sind als einen, viel mehr Fame haben oder berühmt sind oder halt die viel mehr erreicht haben. Ich glaube, zu den Leuten schaut man am meisten auf. Weil ich glaube, das ist irgendwie so ein menschlicher Trieb, dass man irgendwie besser werden möchte und irgendwie andere Leute zum Beispiel jetzt übertreffen will. Das wird ja auch oft in vielen Animes gezeigt, zum Beispiel, wie kann ich das nennen? Ich schaue so viele Animes. Ja, schwer zu sagen. Ich weiß, was ich, worauf ich hinaus will. Dass man halt besser als die Person will, halt gleich gut, dass man halt genauso erfolgreich werden will, genauso stark werden will und so weiter. Zum Beispiel auch in Sport kann man sich auch Leute als Vorbild nehmen. Genau, Sportleiter, das Ding habe ich gerade total vergessen, ist mir gerade eingefallen. Zum Beispiel als starker Karatekämpfer, Boxer oder was weiß ich. Wenn man zum Beispiel jetzt anfängt, dann sieht man immer so, oh, diese Person hat was drauf und ich will genauso stark werden wie die. Und deswegen nimmt man sich zum Beispiel auch das Ziel, dass man jeden Tag trainieren will. Das wird ja auch irgendwie in Dragon Ball so vermittelt, dass man halt immer irgendwie alles schaffen kann, wenn man nur an seine Ziele glaubt. Aber ich glaube, das ist wieder was anderes als ein Vorbild. Ja, und ich glaube, ich schweife jetzt sehr vom Thema, deswegen beende ich ganz normal. Ja. Und übrigens, zum Thema YouTuber, ich denke jetzt mal nicht nur, dass man sich die großen YouTuber auch als Vorbild nehmen kann. Ich denke jetzt mal auch mal, dass man vielleicht so ganz kleinere als Vorbild nehmen kann.
Also ich denke mal so unter 50, ich bleibe jetzt bei unter 500 Abonnenten. Es gibt auch einige Leute, die bestimmt auch gut als Vorbild fungieren. Ich weiß jetzt nicht, ob man mich als Vorbild nehmen kann. Also einerseits ja, weil ich gebe quasi alles in meine Leidenschaft. Versuche wirklich alles auszuprobieren. Und andererseits, ja, gibt es vielleicht einige Kritikpunkte, die mich vielleicht irgendwie wieder als Vorbild ablehnen. Aber es ist halt jeden selbst überlassen, ob die mich als Vorbild nehmen. Ich gebe mein Bestes, um das Beste halt, um die besten Werte zu vermitteln, damit ich meinen Bildungsauftrag erfülle. Aber das ist mal alles anderes. Also wenn ich jetzt wirklich vielleicht als Vorbild nennen könnte, ist LP Marvin 98. Gruß an dich. Also ich glaube, LP Marvin ist halt eine Person, die kann man sich schon als Vorbild nehmen. Ich meine, er gibt immer sein Bestes. Er gibt quasi im, zum Beispiel jetzt, in Fake was auf hätte ich das sagen, auch der nicht auf Zahlen. Aber ich glaube, ich schweife wieder vom Thema ab. Aber ich kann hier noch ein bisschen über meine Vorbilder reden. Also, früher, wo ich noch so ein kleiner Lausebengel war, da wollte ich halt immer so sein wie Patchy der Pirat. Das ist kein Witz, ich wollte immer so sein wie der scheiß Pirat aus SpongeBob. Weil er so die ganzen SpongeBob-Fanartikel hatte, ich fand es immer so lol, ich fand es so lustig. Ja, ich wollte immer so ein riesiges SpongeBob-Zimmer haben, so irgendwie als der größte SpongeBob-Fan bekannt werden. Ich weiß nicht warum. Ich war so ein Fan bei der Serie, das ist einfach unglaublich. Und dann später irgendwie wurde es dann, als die Let's Player-Zeit begann, irgendwann mal Domtendo. Ich wollte halt genauso ein gutes Leben haben wie Domtendo, weil ich habe gesehen, ja, der hat ein tolles Leben, den kennen alle, den mögen alle. Und deswegen habe ich den als Vorbild genommen, weil der halt immer so sein wie der. Aber ich glaube, viele Leute haben sich auch Domtendo als Vorbild genommen. Also viele Let's Player, denke ich mal. Ja, er ist ja wirklich eine Person, die man als Vorbild nehmen kann. Vor allem, da er sich immer selbst treu bleibt und nicht irgendwie jetzt den Content ändert. Also großen Maßen, zum Beispiel jetzt Mainstream-Content oder so Banks. Muss man ihn schon gut sprechen, dass er es sich gemacht hat. Boah, das ist so anstrengend, den Berg hoch zu laufen. Ich glaube, das zweite Video nehmen wir gleich heute noch ein zweites auf, ganz oben. Also wen ich jetzt noch als mein Vorbild nehmen kann, also ich bin ja so eine Person, ich habe eigentlich keine so aktiven Vorbilder. Also ich lebe quasi mein eigenes Leben so wie ich es will. Ich mache alles quasi ja geplant so. Ich bin jetzt kein spontaner Mensch. Und ja, ich lebe halt quasi nach meinen Prinzipien, so was ich denke, so was mein Motto ist so. Und ich. Oder was mein so Image ist, ich gehe dem immer nach, bleib immer mir treu eigentlich. Oder wenn ich jetzt als mein Vorbild nehmen würde, ist jetzt mein ein Zeichen-YouTuber, den ich schon seit Jahren verfolge, nämlich Drawing Like a Soul. Von dem habe ich bestimmt einmal ein paar Mal gesprochen. Hat 120.000 Abonnenten. Meiner Meinung nach einfach viel zu wenig für den Aufwand, den er betreibt. Nämlich ist es so eine Person, die halt seit Jahren YouTube macht, schon seit über 6 Jahren. Die einen Tag nach mir den Kanal eröffnet hat, das ist kein Witz. Die Person hat wirklich am 14.07.12. den Kanal eröffnet. Ich musste so lachen, als ich es gesehen habe. Ja, ich würde sagen, also die Videos sind einfach. Sie beschäftigen sich zwar immer mit einem konstanten Thema, oder eher mit zwei, drei, nämlich Animes und Zeichnen vor allem. Dann machst du Tutorials, Zeichensammlungen und natürlich auch Convention-Videos so Vlogs. Aber die kann man sich echt gut geben. Und das Beste ist, warum ich den so feiere, ist einfach der macht einfach sein Ding. Der zeichnet jetzt auch währenddessen auch jeden Tag irgendwie an seinen Manga. Der macht einen eigenen Manga namens Myth. Und ich sollte mich echt dafür schämen, den noch nicht gekauft zu haben, ehe ich mir den Zugang lesen. Wenn man bedenkt, wie viel Arbeit da reinsteckt, das ist schon krass. Also, ich denke mal, so jeden Tag macht er bestimmt so über 3-4 Stunden an dem Ding dran. Und das ist schon krass. Und vor allem als Anfänger, okay, Anfänger jetzt nicht, aber als der zeichnet jetzt seine Fische seit seiner Kindheit. Schon respektvoll eigentlich. Und ich finde zum Beispiel jetzt, so eine Person hat einfach viel mehr Aufmerksamkeit verdient, als zum Beispiel irgendwie so eine Rebecca Wing oder so. Weil der Typ hat halt echt Talent. Dann, den ich mir vielleicht noch als Vorbild nehmen könnte, jetzt ein anderer Bereich, nämlich Jay Jiggy, würde ich vielleicht mal sagen.
Einfach irgendwie, weil ich seine Art total feier, weil er komplett korrekt ist, voll sympathisch und er gibt halt quasi auch genau dasselbe, nur halt für ein anderes Ziel. Er will jetzt nämlich, er macht durch sein Ziel oder seine Leidenschaft wirklich leidenschaftlich. Diese Doppeldeutigkeit. Der macht das wirklich alles aus Leidenschaft. Und deswegen feiere ich den Typen so. Also er gibt einen Fick auf alles, die Aufnahme wurde gerade beendet und ja, ich gehe jetzt mal einen anderen Weg entlang. Und er gibt jetzt auch anderen Hinweise, zum Beispiel in seinen ganzen Analysen, die er macht, in den Stundenanalysen, die ich mir hier echt gut geben kann, habe ich auch schon im letzten Part gesagt, im letzten Johnny Labach Video. Und das ist auch ein Grund, warum ich den halt feiere. Der hilft halt quasi auch anderen, indem er Verbesserungsvorschläge gibt, Kritik äußert und so weiter. Denn Kritik ist eigentlich ja an sich jetzt nicht mal so schlimm. Es hilft sogar Leute, sich irgendwie zu verbessern. Aber ist auch wieder ein anderes Thema. Na gut, ohne weiter rumzureden würde ich sagen, ich beende jetzt mal dieses Johnny Labach Video und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.